Leute, heute ist es soweit mit dem Spiel gegen TSC Bielefeld. Und da möchte ich euch die Aufstellung sagen. Die Aufstellung ist nämlich da. Und hier beginnt sie. Wir fangen bei den Gästen erstmal an. Arminia Bielefeld vorsichtige Aufstellung. Im Tor Ortega. Und bei denen Abwehr Brunner, Pieper, Nilsson, Liquigui, Meier und im Mittelfeld Bredel, Gebauer, Okugawa und im Sturm Doan und Klos. Auf Reservebank Lina, van der Horn, Gonsbruch, Hadel, Gunze, Seufert, Soku, Japo, Cordova, Shiplock, Flap, Vogelsammer. Bei uns in der Aufstellung ist Gulaschi, dann Abwehr Mukele, Klosermann, Orban, Halstenberg, dann Mittelfeld Kempe, Sabitzer, Haidara, Dani Olmo, Sturm, Nkunku und Paulsen. Bei uns in Reserve ist Martinez, Czauner, Hendrik, Konaté, Adams, Forsberg, Samardzic, Hang Chang Wang, Kluivert, Sørloth. Angelino, Muskelfaserriss im Oberschenkel, fällt wohl aus. Muskelfaser Oberschenkel, auch Upamecano, der sehr wichtig ist für uns. Konrad Leimer, Aufbautraining. Szoboszlai, Aufbautraining. Worsch nicht berücksichtigt. Hartmann nicht berücksichtigt. Nowoa nicht berücksichtigt. Ja, Leute. So sieht's aus. Und heutige Spiele. Also morgige Spiele spielt Bayern München gegen VfB Stuttgart um 15:30 Uhr. Dann Frankfurt gegen Union Berlin 15:30 Uhr. Dann Köln gegen Dortmund 15:30 Uhr. Und Bremen gegen Wolfsburg um 15:30 Uhr. Um 18:30 Uhr spielt Schalke gegen Gladbach. Um Sonntag spielt Hoffenheim gegen Mainz 13:30 Uhr. Und Hertha BSC gegen Leverkusen 15:30 Uhr und Freiburg gegen Augsburg 18:30 Uhr. Das war die Spiele von heute und also das Spiel gegen Bielefeld findet heute um 20:30 Uhr statt. Das findet ihr beim letzten Video von mir. Ja, hoffen wir, dass wir heute gewinnen. Die Zeit läuft. 8,5 Stunden und das Spiel fängt an. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, ihr auch. Und lasst das Spiel beginnen. Dann wünsche ich euch doch einen schönen Tag. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mal in den Kommentaren, was ich besser machen könnte. Ich würde mich bei jedem Hilfe freuen. Und ja, dann kann ich nehme jeden Kommentar ernst, was man da noch besser machen kann an meinem Kanal. Ich nehme jeden Vorschlag ernst und gehe auch drauf ein. Beispiel jetzt mit meinem Intro, dass ich das Intro neu mache. Das habe ich jetzt halt, mache ich jetzt halt. Und jetzt seht ihr dann, wie mein Intro so läuft. Dann wünsche ich euch doch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Euer RB Leipzig Fanblog. Ciao.
Ciao.